Schuhe ausziehen, Ja. dahin stellen und einen Schritt nach Seite gehen. Okay. Krieg Das ich wird hin. das. Also. Nicht erschrecken. Ah. Stromausfall ist voll schlimm. This is not a test. The government would like to inform you that units of the NUSE are now being deployed. Do not stand in the way of the Okay. Hola, komm hier Grüezi drauf. wohl. So, dann nochmal bitte mitkommen. Natürlich. Dann bitte einmal mit dem Gesicht zu die Wand. Dann muss ich sie einmal bitte abdoktern. Natürlich. Dann einmal bitte die Arme nach oben. Rasier's. Dann bitte einmal die Arme nach unten und die Schuhe ausziehen und einen Schritt beiseite. Nochmal langsam. Was ist mit dem Schritt nach Seite? Schuhe ausziehen, Ja. dahin stellen und einen Schritt nach Seite gehen. Okay, krieg Das ich wird hin. das. Also. Nicht erschrecken. Ah. Stromausfall ist schlimm. This is not a test. The government would like to inform you that units of the NUSE are now being deployed. Do not stand in the way of these units. These units will face you with all Läuft irgendwie mal severity. so. Keep Dann away bekommt from jetzt where these gerade units gleich are jemand das based. We Gegenteil will von dem inform you passiert as soon as gekommen. this mission Ich is muss die over. Schuhe wieder Your anziehen. government. Ja, danke. Ist die eine Spezialeinheit wenn die ausrücken, dann ist überall die Strom aus. Das hatten wir aber auch noch nie, Während des dass Flughafens sie ausrücken, während wir Einreise haben. nicht. Alles gut bei Ihnen? Ich habe Angst. Kein Problem. Es ist in den seltensten Fällen, dass Sie, also wahrscheinlich schon hierher kommen, aber nicht für Sag Sie. jetzt nicht, Alles gut. sie kommen wegen bestimmte Leute. Oftmals. Okay. Aber alles gut. Sie kommen nicht wegen Sie. Alles cool. Runterkommen, tief durchatmen. Ja, kein Hilfe. Problem. Das brauchen Sie nicht. Alles cool. Wie gesagt, das Okay. ist nicht wegen Ihnen. Das Aber ist hatte ich wegen Anna schlechten nicht. Menschen. Das ist richtig. Gut. Nimmst du sie mit? Ich kümmere mich Ja, da einmal sie. draußen um die Leute, nicht, dass sie auch noch in Panik verfallen. Hat jemand eine Gut. Taschenlampe? Wieso? So dunkel ist Einfach es doch gar nicht folgen draußen. Sie So meiner hell. Stimme. Jawohl, ich folge ihrer Stimme. So, setzen Sie sich hin. Ja. Schau Ja, nur eben an die Kerze hier hin, dass wir ein bisschen Licht haben. ich will nur nicht in sie reinlaufen. Sorry. Also ich habe immer noch Ja, Schaudri. war beim ersten Mal bei mir auch. Das ist tatsächlich, ja, wie gesagt, die kommen wegen schlechten Menschen. Ja. Oh Gott. Ganz Ich entspannt, durchatmen. bin, Ganz ruhig. wissen, ich bin sonst ich kann nicht mehr richtig reden. Ah, ich kann. Oh, Hilfe. Ich bin. Ganz locker durchatmen. Sorry. Alles gut, keine Stress. Sicher?
Ja, alles ist gut. Okay, das macht mir Angst. Ne, ich guck nur so ein bisschen die Papier durch. Ach so. Ja, Die sollen sich ruhig hinsetzen. ja, Machen Sie sich keinen Stress. ja, ich, ah, da, ich, da, Ja. ja, mögen Sie eigentlich Bäume? Was für Bäume? Ahornbäume, Buche, Wenn die jetzt sagen, sie haben schon lange gesessen von die Flug, können sie auch gerne stehen bleiben. ja, ich bleibe sehr gerne stehen, danke. Ja, können wir auch So, so ich machen. guck noch mal wegen der. Dann, Hallo willst du mit Chef. oder nicht? Ja, ich komme mit. Okay. Oder meinst du, Chris? Die Dame, wie ist denn ihr Name? Freya Bayer. Freya? Ja. Mit EY? Ja, da. Ja. So. Sag mal, Chris, kannst du da auch schon Gruf gucken? Aber natürlich. Ja, dann darfst du mal. Ja, Moment, ich muss eben kurz meinen Notizblock rausholen hier. Ich tätere, sorry. Ach, alles gut, alles gut. So, wann sind Sie denn geboren? 31.08.1990. Okay, geboren sind Sie wo? Winterthur. Winterthur, wo ist das Das denn? Ist ist in das der Schweiz. in der Schweiz? Ich komme Ah. aus der wundervollen Schweiz. Das ist Schweiz. Ah, Ja. okay. Was haben Sie denn in der Schweiz so gemacht? Also, gar, also. Sie müssten schon präzise sein, was genau. Ich kann gerne meine Beruflich. gesamten beruflich. Ich war Bäckerin. Bäckerin. Ja. Okay. Bäckerin, doch, ja. Hieß ja immer früh aufstehen, ne? Ja, sehr früh. Und sonst in Ihrer Freizeit, was haben Sie da so gemacht? Ich habe es. Ich schaue sehr viele Animes. Ja. Und lese auch die Mangas. Und ich esse für mein Leben gerne Sushi. Sushi. Ja, Sushi. Okay, jeder wie es Ja. mag. Was haben Sie denn noch so erzählen? Erzählen Sie mal ein bisschen was von sich. Boah, meine Schulzeit, die war ja die Hölle. Ich wurde gemobbt, musste Mutproben machen und so. Und ich habe meine Lehre, also Ausbildung, wie so schön gut Deutsch, sorry. Sorry, ich bin gerade, Ganz entspannt. ja. Sorry. Schön entspannt. Tief Der einatmen Flug war ein und bisschen ausatmen. stressig. Ja, das kenne ich das Gefühl. Flüge sind ja immer stressig. Kommen Sie auch aus Österreich? Ich Also komme sind. aus der Schweiz. Ach, Entschuldigung, Schweiz, Entschuldigung. Sind Sie aus der Schweiz Das darfst du hergeflogen, nie ja? verwechseln. Das ist Ja, ganz komisch. ich Ich tödlich. benenne mich schuldig. Ich gehe in die Ecke, ich gehe mich schämen. Ja, Nee, du bitte. machst weiter. So, genug geschäbt. So, ich setze mich jetzt trotzdem mal hin. Ja, machen Sie das. Ja. Ich bin gerade aus dem Konzept. Magst du mal weitermachen, bitte? Bitte? Ich meine Kollegin. Ah, okay. Also, Ich bin gerade selber aus dem Konzept gekommen. ich ignoriere es jetzt einfach mal.
Genau, jetzt sind sie einfach weiter. Ja, also mit 15 habe ich dann meine Ausbildung angefangen. In meinem ersten Lehrbetrieb lief es ein bisschen, naja, scheiße, sagen wir das mal einfach nett ausgedrückt. Und ich habe dann den Betrieb gewechselt, habe dann dort die Ausbildung als Bäckerin weitergeführt und erfolgreich abgeschlossen. Das mit Noten sage ich jetzt nicht, weil sonst ist die Hälfte hier verwirrt. Weil wir haben ein anderes Notensystem als andere auf der Erde. Das verstehen die meisten dann nicht. Und ja, dann habe ich ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Geld verdient und dann habe ich eine kleine Reise, also kleine. Ich habe einfach die Welt sehen wollen, bin nach Japan, nach China. Oh, wir haben wieder Strom. Oh, schön. Hey. Oh Gott. Hilfe. Menschen. Das ging aber flott. Ja. Und war in, also in Asien war ich, in Europa bin ich rumgereist und auch in Amerika war ich. Dort habe ich auch einen Freund kennengelernt, den ich jetzt hier besuchen werde. Mit ihm wahrscheinlich noch Zeit verbringen werde. Also darf man fragen, wie der heißt? Miguel heißt er. Miguel El Diaz. Obwohl, Miguel El Diaz. Ich glaube, die hatte ich letzte Woche. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Wollen Sie denn länger hier bleiben oder? Hab ich vorher, ja. Also wollen Sie auch einen Job suchen? Natürlich. Schon eine Idee, wo es hingeht? Dadurch, dass ich Sushi mag, werde ich sehr wahrscheinlich irgendwas mit Sushis machen. Oder halt sonst weiter Brot und so etc. pp. Backen, ich glaube, verkaufen. Wir haben die Pearls, das ist ein Fischrestaurant. Ich glaube, die verkaufen auch Sushi. Mhm. Ja, dann gibt es, glaube ich, noch eine Café. Das ja. Habe ich, glaube ich, mal gehört. Ja, warum nicht? Ja. Früher dann mal irgendwie so mit den Gesetzen in Konflikt geraten? Nein. Nee. Also eine weiße Weste, ja? Eine weiße Weste habe ich, ja. Perfekt. Ansonsten? Ich habe jetzt soweit nichts. Du? Nee, ich habe auch nichts mehr. Irgendwelche Schweizer Wörter? Wir wissen bald. No, ich bin ganz zufrieden, dass ich mit die Deutsch zurechtkomme. Das reicht mir. Ich vergesse die Schweizer Wörter wieder ganz schnell. Besser nicht. Ach, die sind doch gar nicht so schwer. Na gut, ist auch nah angelegt an das Deutsche halt, ne? Schweiz. Ach, ja. Grund drauf. Grund aufs ja. Wort drauf. Zum Beispiel spatzig. Spatzig? Was? Ja. Bitte wie viel? Spatzig. Spatzig? S-P-A-Z-I-G. Spatzig. Okay, und das heißt auf Deutsch? Zu Deutsch ist das, ich sage jetzt zum Beispiel auf Schweizerdeutsch, ich habe jetzt noch Lizid, also ich habe noch ein bisschen spatzig, heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit vor ich. Ah, okay. Also ich hab Zeit eingeplant. Ah, okay, gut. Das verstehe ich besser als das, was Sie gerade auf Schweizisch gesagt haben. Weil da das heißt Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch, ja, Entschuldigung. Davon habe ich kein Wort verstanden. Viel erreicht. Yay. Ja. Ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Nö, ich habe auch nichts mehr. Dann. Weiß nicht.
mach ich mal die Papiere fertig. Und ich mach Sport. Du, ja. Sport. Genau, kommen Sie mal mit. Jawohl. Sind Sie denn sportlich? Nein. Nein, okay. Dann fangen wir leicht an. Wir machen zum Warmmachen erstmal. Wir joggen erstmal zum Warmwerden. Können Sie Liegestützen? Nein. Sit-ups? Ja. Wollen wir mal ein paar Sit-ups machen? Natürlich, aber ich stehe ein bisschen auf die Seite, dass ich sie nicht. Ja, genau. Erdrossel. Ja, auch alles gut. So, dann auf 3. 1. 2. Auf 3. 3. Ey! 1. Und 2. Und 3. 3. Und 4. Und. Pause, genau. 5. Und 6. Mehr mag ich nicht. Mehr kann ich nicht. Das ist auch sehr gut. So. Dann kommen Sie mal mit. Ja, mein kurz hinterher und so. Ich gebe mir auch mal einen Lappen. Ein was? Einen Lappen. Wir haben Lappe. Genau, wir haben da so einen kleinen Fleck auf dem Fenster. Mögen Sie den einmal wegmachen? Für uns sind Sie so lieb. Natürlich. Das ist aber nett. Einen Fleck. Genau, da ist ein ganz, da ist ein kleiner Fleck. Ja, genau, sehr gut. Reicht das so oder soll ich noch ein bisschen weiter schrubben? So ist gut. So ist gut. Perfekt, perfekt. Ja, und Sie waren ja nicht alleine, Sie wollten ja irgendwie, ein Freund war ja von hier, ne? Ja, genau. Miguel. Ja. Weiß er denn, dass Sie heute hier gelandet sind? Ja, er hat mir die Tickets organisiert und so. Ah, okay. Ja, das ist doch weg. Dann wird er ja wahrscheinlich auch schon warten, oder? Ich hoff's. Ich denke schon. Genau, wenn meine Kollegin da gleich mit den Papieren fertig ist, dann geht's auch weiter. Oh, lass mich gucken. So, da ist einmal Ihr Ausweis. Vielen herzlichen Dank. So, und dann kriegen Sie noch das. Das. Bitte sehr. Oh. Vielen und die Dank. Stadt. So. Wollen Sie sich noch andere Klamotten kaufen oder eher nicht? Das wäre schön. Ja, dann machen wir jetzt mal die Tour. Ja, dann geh mal vor. Guck mal, was du gelernt hast. Zeig mal. Genau, komm, sag mal mit. So, hier einmal am zweiten Schalter, da ist unser Friedrich, da können Sie einmal ein Konto öffnen. Haben Sie? Ja, habe ich. Gut, dann würde ich Ihnen raten, dann gehen Sie erstmal zum Bankautomat, zahlen so ein bisschen was ein. Ich würde Ihnen so raten, so 200, 300 Dollar auf der Hand zu behalten, aber nicht das komplette Geld. Dann zahlen Sie das einfach mal ein. Okay.
Aber... So, hat geklappt? Ja. Perfekt. Dann nun gehen wir nochmal eben darüber, dann kaufen wir noch eben eine Karte. Mhm. Genau, bei den netten Herren, da bekommen sie eine Karte. Hallöchen, ich hätte gerne einmal eine Karte. Und? Ich glaube, meine Kollegin schläft hier gleich im Stehen ein. Ja. Eine Tasche nehme ich auch gerne. No, haben sie ja gleich geschafft. Ja. Ja, also. Also eine ewig Tasche hätte ich auch gerne. Vielen Dank. Nicht los war. So, ja, okay. Dann hat man lieber viel zu tun, dann geht die Zeit wenigstens rum, ne? Ich wollte gerade sagen, so, dann gehen wir jetzt nochmal zu die Kollegin in die Kleidungsladen. Kann ich verstehen. Wunderbar. Ah, perfekt. Das sieht doch gut aus. So. Dann kriegen Sie jetzt von mir noch ein paar Nice to Knows. Alles, was so interessant ist, finden Sie auf ChangeNet. Die App müssen Sie auf Ihre Smartphone runterladen, genauso wie die Bank-App. Die sollten Sie auch dringend runterladen. Mhm. Hier wegkommen, kommen Sie mit dem Bus. Ja. Der fährt, glaube ich, auch. Im Zweifel eine Taxi rufen und die Taxi in diese Stadt ist kostenlos. Okay. Gut. Dann gehen wir mal nach vorne. Ah, welche Tür? Ich will eine Sekunde was überprüfen. Geben Sie mir mal einen Augenblick, bitte. So, die Haken habe ich vergessen. Jetzt können wir. Jetzt können wir. So, dann noch einen wunderschönen Abend in Freiheit. Dankeschön. Bleiben Sie ruhig, ey. Einen schönen Abend noch. Ciao. Hola. Hola. Nicht so schüchtern. Eventuell etwas lauter reden. Und dann überhaupt reden. Wie heißen Sie denn? Ich bin Freya. Sehr gut, passt. Ladies and gentlemen, we got her. We got it. War nicht ganz nutzlos, sie? No. Wir dachten schon, sie kommen gar nicht mehr. Es tut mir leid, der Flieger hatte Verspätung. Hey. Alles gut, herzlich willkommen. No problem. Besser als no. Im Flieger einschlafen und wieder zurückfliegen. Oh. Ey, ich schwöre, irgendwann renne ich zum Flugzeug und ziehe in den Ohren raus. Irgendwann ziehe ich das Flugzeug hier rein. Aber ich benutze nicht meine Finger, ne? Ich benutze eine schöne Kneifzange. Das nicht hier. Was denn? Ja, ich möchte nicht alle hören. Freya, darf ich sie duzen? Ja, ja, logisch. Okay. Wie heißt... Wir müssen dich erstmal mit dem Bus mitschicken, damit der dir alles sozusagen das Wichtige zeigt. Ja. An Orten und so. Am besten gibst du uns allen einmal kurz deine Nummer, damit wir dich im Notfall auch erreichen können, falls wir dich nicht auffinden sollten, weil wir haben schon erlebt, dass jemand anderes irgendwo in Timbuktu rausgelassen wurde. Ich hab kein Handy. Hast du noch kein Handy? Hast du keins? Nein, ich hab vergessen, eins zu kaufen. Dann frag das mal kann, vielleicht. Das kannst du beim Laden kaufen, ganz einfach. Ja, mal schauen, ob ich überhaupt noch reinkomme. Ja, ich befürchte nicht. Jetzt nicht mehr. Sag dem Busfahrer, er soll an den nächsten Laden halt hin. Okay. Nee, Moment, ich würde ihr einmal kurz mein Handy geben. Ja, oder so. Ja, oder so. Bitteschön. Dankeschön. Wenn du
deine SIM-Karte da einmal reinsteckst, dann kannst du in den Einstellungen sehen, wie deine Nummer lautet. Ja. Alles gut. Jetpack wahrscheinlich. Wir kennen's alle. Haben wir alle schon durch. Ich zittere. Nicht. Du brauchst nicht vor uns zittern. Wir tun dir nichts. Ach nee, echt? Wir sind nur dein Empfangskomitee. Ach so, sollten wir vielleicht eine kleine Vorstellungsrunde machen? Ja. Ich glaube, das wäre besser. Hab's nicht so mit dem Vorstellen. Emiliano, du kannst anfangen. Ah, top. Okay. Also, ich hab meine Nummer. Dann machen wir das erst. Wollen Sie noch mal sagen, dass Sie Ihre Nummer haben? Also. Ich glaube, sie hat jetzt Ihre Nummer. Hat sie denn Ihre Nummer? Okay, Eis. 2-2. Ja, 12-22, das ist die Vorwahl. Ja, die wissen wir. Okay, ja, sorry, ich wusste nicht, dass das die Vorwahl ist. Also, Drödrisk. Ist der 33. Mal, also, ja, 33, 0-0. Weißhaus. 7-0. Was, 7-0? Ja. So. 12, 22, 33, 0, 0, 7, 0. Ja. Weißt du, was ist das denn für eine leichte Nummer? Das ist ja gar kein Wortsalat. Das frage ich mich auch gerade. Na gut, was ist Ihr Vorname, Freya, weiter? Bayerler. Bis. Gesundheit. Das Papier. Okay. Also ein B, ein E, ein Y, ein E, ein L, ein E, ein R. B, E, Y, Y, E, L, E, A. Bayerler. Bayerler. Bayerler, okay. Okay. Warum muss ich jetzt an Baileys denken? Oh. Also ich... Kurze Vorstellungsrunde. Neytiri, Hiro, ich bin Rossi, das ist Emiliano. Freut mich. Also, du darfst das Handy behalten. Danke. Ich gebe dir sonst nachher Geld dafür. Alles gut, behalt. Okay, das Geld, danke. Das du aktuell hast, brauchst du gleich. Oh, okay. Ja. Oh ja. Oh. Du brauchst alles davon. Okay. Ja, danke schön. Nicht so nervös sein, meine Güte. Ich. Ja. Die Kleidung, die du jetzt anhast, solltest du behalten. Das ist deine sogenannte Arbeitskleidung. Wenn du ein bisschen Geld dann erarbeitet hast, dann kannst du dir was für eine andere Arbeitskleidung. Ja, ich. Ja. Ja. Einkleiden würde ich später auch Shiro. Also super. Die Dame neben mir. Ja, ich glaube, ich muss den Bus. Ja, genau. Ja, dann. Ich will mit! Wieso? Tschüss! Sorry! Bis sorry, ich will mit dem Bus. Ich. Wieso? Weil ich. Keine Ahnung hab von der Stadt und ich gerne mit. Dann steig doch ein! Danke! Hallo! Dein. Oh. Komm fuck. Mal raus und. Ja! Ja! Sorry! Steig ein! Kein Problem! Okay! Was ist mit der Dame hier? Fehlt noch eine. Ja, tut okay. Mal. Den Platz war jetzt nicht den besten manchmal. Dann muss ich halt schreien. Möchte die mal am Fenster sitzen? Können wir los? Hola, Busfahrer. Ja. Endstation Krassenburg Hotel. Genau. Okay, sie. Gracias. Ja klar, kein Problem. So, willst du jetzt den Platz nochmal auswählen oder können wir los? Ich hab schon die ganze Zeit so viel gesessen. Müsstest am besten mal lauter reden, ich höre dich hinten nicht. Okay, den kein Problem, geht jetzt los, ne? Geht jetzt los, hat er gesagt. Nächste Haltestelle, Bibliothek, Führerscheinstelle. Sorry, musst du noch ein bisschen an den Lautstärken rumdrehen von den Lautsprechern. Also wer den nicht verstanden hat, jetzt kommt in Bibliothek. Da kannst du den Führerschein machen. Ja, Führerscheinstelle, Bibliothek. Da kannst du den Führerschein machen. Den Führerschein für den Auto, den kostet den $500.
weiß nicht, ob dir den Kollegen in dem Flughafen gesagt haben, dass den Führerschein, den du die jetzt hast, die Woche noch den gültig ist. Danach ist er nicht mehr gültig. Okay. Ja. Und wenn du da reinkommst, kannst du den geradeaus durchgehen. Da sind da hinten den Computers. Da kannst du dir den Gesetzeslage angucken, was den Geschwindigkeit und sowas in den Stadt angeht. In der Stadt sind 60 km/h, den Rest lernst du noch. Ja, für den Bus sind die 60. Für den Auto sind die 65. 65 in die Stadt. Da, wo ich letztens den gemacht habe, 65. 60. Okay, dann den 60. Wenn ich ihre Sätze. Also 60 km/h darf ich mit dem Auto fahren, hier oder wie? Ja, den 60. Mit den weg hier. Und den holen Taxi. Wir uns jetzt, den Führerschein, oder habe ich nicht so Nein, viel Geld wir bei? Machen den, wir machen den Stadtrundfahrt jetzt erstmal. Okay. Kannst du später kommen mit dem Taxi. Oh. Genau, ich jetzt regnet uns. Warte mal, lass mich losfahren. Ja. Ist das dein, bist du hier Taxiunternehmer? Ja, nicht Unternehmer, ich bin dort angestellt. War auch Taxifahrer? Ja, da kannst du dann nachher mal vorbeikommen und... Wenn nachher ist schlecht, morgen vielleicht. Ah, so, bin noch ein bisschen erschöpft jetzt hier. Ja. So, hörst du mich da vorne? Ja. Ich höre euch alle laut und deutlich. Mich auch? Ja. Ja, aber trotzdem noch ein bisschen leise. So, besser? Immer noch gleich. Hab das immer in meinen Ohren... Dings ja, ich glaube nicht, auch. Ich weiß es auch nicht. Dann sollst du mal zum Ohrenarzt gehen. Ich glaube auch. Okay. Mit wem haben wir überhaupt hier das Vergnügen? Mit Raúl Del Grande. Und? Also ihr könnt mich alle Raúl nennen, weil Del Grande finde ich ein bisschen... Ich habe mir den Nachnamen nicht ausgesucht. Und die Dame? Nächste Haltestelle, Stadtpark Nord, Meeting Point Café. Ich bin Freya. Freya, heiß ich. Freya. Freya. Mhm. Okay, ich höre den Damen jetzt schon nicht. Etwas lauter reden am besten. Ich höre euch Beppo? Alle. Was habt ihr hier für schöne Bäume? Ja, wundert dich nicht. Den sind überall. Oh. Am besten so laut reden, dass sich der Taxifahrer auch hört. Also schreibst du Busfahrer. Ja, was? Ich weiß nicht, ob er mich hört. Ich schrei ja schon. Busfahrer, hörst du die Dame? Nee. Ich schrei. Hört die Dame mich denn? Ja. Sag ihm, ich höre ihn. Er hört dich. Sie hört dich. Das ist denn gut. Das ist denn schon mal was. Okay, hier sind wir an den Meeting Point. Da hast du den weltbesten Kaffee. Da in dieser Kuppel. Und wenn du da so guckst, was da den Unterdachten ist. Da kannst du den Fahrrad kaufen. Den BMX, den normalen Fahrrad und so. Wo überdacht? Komm, lass uns an. Kannst du das zeigen? Ja, also du musst quasi nur auf den Platz drauf gehen. Da siehst du diesen großen Kasten. Okay. Und da unten drunter, da steht ein Mensch. Der gibt dir ein Fahrrad, wenn du den ansprichst. Aber hier vorne der Parkwächter. Nein, links von uns. Wo ist links? Links sehe ich den Park. Links ja. Ja, und da ist doch so eine große Skulptur. Für ein Grau. Ja. Und da unten drunter. Ah. Ganz da hinten. So irgendwas in schwarz, ja, dunkles. Quasi mittig. Okay. Jetzt gibt's Mecker. Doch nicht. Das sind die Park Ranger. Ja, doch, ich glaube, jetzt gibt's Ärger. Lass uns mal aussteigen. Hey, wir fahren lieber weiter. Das sind die Parkranger, die sind ganz in Ordnung eigentlich. Nächste Haltestelle, Los Santos Medical Center, Pillbox Hill. Ja, wenn du mal den Auer hast, kannst du hier hinkommen. Das kenne ich. Du kennst das, also warst du doch schon hier. Nein, Krankenhaus kenne ich. Achso. Erklär mal. Krankenhaus ist da, wo du behandelt wirst, wenn du das krank richtig. Bist. Es ist ein krankes Haus. Ein das krankes Haus mit kranken Leuten drin. Genau. Tun wollen sollen können. Die Dame, es sind nicht alle Leute
hier so komisch wie wir hier? Ich bin die komischste. Da ist den Hund wieder. Du bist die komischste, das glaube ich dir nicht. Ich kann nicht mal richtig Deutsch sprechen, also bitte. Also ich höre den Damen wirklich nicht. Ich glaube, ich habe wirklich den Dreck auf den Ohren. Ich glaube, es liegt eher an mir. Kann ich mal kurz frische Luft schnappen gehen draußen vor der Tür? Gerne machen, wir haben noch den 1-2 Minütchen. Aber vielleicht wäre das so nochmal ein bisschen lauter. Hört ihr mich noch? Ja, dann. Ja. Hörst du mich jetzt? Hallo? Busfahrer? Ja. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, 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 er hört mich nur noch. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, 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 Busfahrer. Steig nochmal aus, lieber. Alle nochmal. Einmal aussteigen. Also ich höre die Dame auf, also deine Arbeitskollegin höre ich voll leise. Ich bin nicht die Arbeitskollegin von dem, ich bin jetzt eine Anwältin, das ist ein Taxifahrer. Und du fährst einfach mit oder machst sie mit? Ja. Okay, ich höre euch aber trotzdem mega, mega. Ich weiß nicht, ob. Ich rede auch nicht sonderlich laut. Also, den Fahrer kann ich super verstehen. Wie heißt jetzt nochmal? Ich heiße Freya. Freya? Mhm. Wie die nordische Göttin. Ja, genau. Warte mal, red mal irgendwas. Innen und Sinn. Ich finde Bäume super und habe gerne Kätzli bei sie und finde. Oh, wer spricht denn jetzt? Was sprichst du da für ein Deutsch? Das ist meine Muttersprache. Sind sie Schweizerdeutsch, glaube ich. Oh, jetzt verstehe ich sie wieder gut. Jetzt verstehe ich alle gut hier. Alle gut. Super, einsteigen. Muss ich? Hä? Vorsichtig den Türknopf bedienen. Vorher. Ah! Ja, hallo, die Dame, hi. Okay, ich fahr doch noch mal ein bisschen mit euch. Ja, mir ist denen egal, du kannst auch den hier bleiben. Das Problem ist, dass ich noch mitbekommen habe, ein guter Bekannter ist hier auch eingereist. Und ich weiß nicht. Andres. Und der hat mir erzählt, dass er hier auch bei die Parkranger ist. Und ich weiß nicht, ob er da unten jetzt irgendwie, oder ob er die Mitteilung bekommen hat, dass ich auch jetzt hier bin. Der ist irgendwie bei die Parkranger, irgendwie Ranger hat er mir jetzt erzählt. Parkranger ist Parkranger. Ja. Okay, ich glaube, ich muss weiter, das gibt jetzt den Ärger sonst. Ah, okay, ja. Ich hab eigentlich schon einen Überfall auf. Die wollten mitfahren, fahren wir natürlich zurück. Ich glaube nicht, dass die mitfahren wollten, denn ihr Auto stand denen gegenüber. Den habe ich gesehen. Da hinten, warte mal, fahr mal langsam. Das war kein Parkranger. Ich weiß nicht, wie diese. Der hat mir erzählt, der ist irgendwie. Von wo kommst du? Vom Festland oder? Wo der Medura? Ja, die fahren hinter uns her. Das ist Spanien. Nee, die sind weiter. Hört mich jetzt der Busfahrer? Ich bin noch ein bisschen nervös, ich weiß gar nicht, was vorne und hinten gerade ist von diesem Gespräch mit dem Mann gerade eben bei die Airport. Flughafen. Ja, dann war auf einmal Stromausfall und alles und dann war alles vorbei. Okay, hier ist den ACLS, hier kannst du den Auto abschleppen lassen und ihn reparieren lassen. Mhm. Hast du so gesehen, das Krankenhaus für die Autos? Genau. Die Dame wollte die ganze Zeit was sagen. Sagen Sie. Ihr hört mich. Aha. Okay. Ja! Super. Dann ist ja gut. Was wollte denn die Dame sagen? Nix. Sie wollte nur wissen, ob er mich hört. Das ist denn gut. Ja, wie gesagt, das ist den Krankenhaus für den Autos. Die reparieren nur und schleppen ab. Dann haben wir noch die zwei anderen, die die Autos schöner machen. Also den Tuning. Okay. MIKGI Motors ist in der Stadt und Harmony Customs, das ist in Harmony, in der Mittelinsel. Und kann die Dame im ich weiß nicht, die andere Dame, kann die nochmal was sagen? Ja, ich kann ganz viel sagen, wenn ich will. Ich kann auch in anderen Sprachen was sagen. Kannst du Spanisch reden? No, señor. ¿Por qué no? Das wäre alles gewesen. Que no puede hablar español conmigo.
Guck mal, Spanisch kann ich auch ein bisschen. Aber ist mir noch hängen geblieben von meinem Papa. Ich kann. Solo un poquito, nur ein bisschen. Ich kann. Schweizerdeutsch war das doch eben oder nicht? Da waren wir auch Leute auf dem Campingplatz, wo ich gelebt habe. Mein Lieblingswort ist Büssi. Nein, Büssi. Was? Büssi. 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 Das ist eine Hutschachtel, oder? Was? Nee, Büssi. Kuchikraschli ist Kühlschrank. Nein. Ja, ja klar, oder nicht? Kuchikraschli ist kein Kühlschrank. Kuchikraschli ist ein Küchenschrank. Ein Küchenschrank? Kuchikraschli. Muy bien. Nächste ein Küchenschrank. Dann haben die mir das falsch mal erzählt bei dem Campingplatz. Aber ich kann mich spannend. Como ist das? Como ist das ist? Wie geht's dir? Ja, ich weiß, ich habe auf eine Antwort gewartet. Achso, está bien, ¿y tú? Bueno. De nada. Also ein bisschen okay. Spanisch kann ich. Können wir kurz den Spanischunterricht richtig unterbrechen? Den links ist ja den Taxi. Das ist in meiner Arbeit. Okay. Wunderschön. Ja, den da vorne links, das ist den Irish Pub. Da schmeckt den Bier und da gibt's den leckeren Burger. Wo ist links? Ja, alles tippitoppi. Da vorne. Links ist da, wo Häuser sind und rechts ist da, wo Parkplatz ist. Okay, danke. Ja. Du sitzt links und ich sitze rechts. Ja, es tut mir leid, ich habe Links-Rechts-Problem. Es tut mir so leid. Kein Problem. Nächste Haltestelle, Los Santos Police Department. Police Department? Ja, da kann ich nichts für. Ich hab den Onkel da nicht sprechen lassen. Das habe ich von den Chefin so gekriegt. Hm. Quasi das hier zu unserer Linken. Da, wo du sitzt, auf den Reihe. Danke. Also wenn ihr Scheiße baut, kommt hier hin. Und dann könnt ihr mich anrufen und dann versuche ich euch da wieder rauszuholen. Okay. Ich bin Anwältin. Super. Nächste Haltestelle, Pink Cage Suburban. Und was verschlägt euch nach hier? Freunde. Lass mich raten, die ganzen Leute, die in Rot stehen. Schon. Nö. Nö? Die lügt. Bestimmt. Hey, jetzt lass die Frau in Ruhe. Okay. Ich lüge nicht. Ich bin ein Engel. Genau, okay, Engel. Was? Wird euch das was ausmachen, wenn ich hier aussteige? Nein, tue? Denn kein Problem. Okay. Den ist freiwillig hier alles. Wo sind wir denn jetzt hier? Oder wo an fährst dem du Pink Cage? Hier sind wir jetzt an dem Pink Cage. Als nächstes fahren wir zu dem DOJ. Und danach? Danach. Und genau. Dann, Hotel Krastenburg. Funktioniert nirgendwo. Okay, dann steige ich am DOJ aus. Okay. Willst du zum DOJ gehen dann, oder wie? Nein, da mal nochmal ein bisschen umgucken. Ja, wenn du den Taxi brauchst, dann einfach den 555 rufen. Hey. Den ist kostenlos. Kenn ich. Kostenlos sogar. Die Nummer ist immer alles kostenlos bei mir. Okay, den lassen wir so stehen. Den lassen wir so stehen. Ignoriere okay, ich einfach. Das find ich gut. Okay, hier zur Linken haben wir gleich den einen Tuning-Werkstatt hier von den beiden. Sind die bei euch teuer, die Tuning-Dinger hier? Weiß nicht, ich hab noch keins getunt. Wie viel kostet ein Hast Auto? Hast du überhaupt ein Auto? Geld. Also den billigsten Auto kostet, glaube ich, den 3500. Boah. Okay. Ja, das hat aber dann schon den großen Kofferraum bei Schmuddelcars. Oh, was ist denn für ein... Das ist so ein hier, Rusty Rebel. Ah, okay. Ja, da kannst du irgendwie 60 Kilo einladen und damit kriegst du schon ein bisschen was weg. Dir. Ja, und wenn ihr euch ein Auto holt, dann fahrt ihr dann hierher. Und meldet es an. Genau, und da wo gerade hier die Herren stehen,
Seht ja die rote Lichtschranke hier rechts. Ja. Und dann geht ihr da einmal drum rum. Geht in das Gebäude rein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann. Ich fahre noch mit davor. Da seht ihr so einen Mann in einer orangen Warnweste. Ja. Genau, Olaf. Den Typ quatscht ihr an. Und das der schraubt Olaf euch... Das ist für uns alle, okay? Okay. Olaf. Und der schraubt euch... Und der schraubt euch den Kennzeichen an den Auto oder an den Motorrad, je nachdem, was ihr euch holt. Aber dafür müssen wir nicht bezahlen, dass er das anschraubt, oder? Das weiß ich gar nicht. Lou, er muss an sich nur fürs Anmelden bezahlen. Okay. Genau, und dann von ihm gegenüber ist ein Typ in einem Anzug, der verkauft euch Lizenzen, damit ihr arbeiten dürft. Weil wenn ihr keine Lizenz habt beim Arbeiten und ihr seid irgendwo, keine Ahnung, auf dem Pilzfeld und den Parkranger kommt und den kontrollieren, dann kann den teuer werden. Oh, okay. Wollen wir nicht. Geld haben wir auch nicht. Ich, also ich muss dringend auf Toilette. Ja. Ja. Und hast du Jetlag? Ein bisschen. Und das ist Frau Chuchichaschli. Guten Tag, Frau Chuchichaschli. Nein, ich bin nicht Frau Chuchichaschli. Ich finde es voll schön, wenn sie das ausspricht. Sondern? Ich heiße Freya. Hä, das hört sich ja ganz anders an, Raul. Ja, aber die kann mehrere Sprachen sprechen, die wir nicht verstehen. Und das hört sich einfach lustig an. Was ist das? Frau Freya. Oder spannend. Okay. Ja. Guten Tag, der Herr. Hola. Ja, jetzt ist niemand mehr im Bus drin, oder wie? Ja. Nee. Wollen wir den weiter? Ja. Ja, ich hab dir erzählt von diesem... Das ist hier... Das eine... Freund. Ach, dein Kollege. Ja, ich wusste ja nicht, dass er bei die Bar... Irgendwas hat er, was ich dir eben erzählt habe. Ja. Okay. Ja, darum... Du den jetzt fest und nimmst den mit? Ja, der nimmt mich jetzt fest. Ja, ich glaub, das ist besser. Ja, okay, Töpfchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls, ne? Ciao. Ciao. So, Frau Chuchichaschli. Oh, es heißt... Huch... Guck mal, ich sprich dich direkt rum. Chuchichaschli. Ja. Chuchichaschli. Und was hast du so auf der Insel vorzumachen? Echt ein Sushi-Restaurant. Okay. Der geht ab wie Schwitzkatze. Gib ihm mal dein Bares. Mach ich. Oh Gott, ich werde angerufen. Hola. Hola. Nur für dich zur Info, wenn du am Hotel bist, dann warte da bitte auf uns. Ist gut. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Boah, ich bin jetzt gerade voll erschrocken ab meinem Telefon. Ich bin voll erschreckt ab meinem Telefon. Ja, musst du den noch leiser stellen? Lautstärke mache ich gleich. Huch. Ja, also auf jeden Fall ist hier den Wiese News, ne? Mhm. Falls du mal Reporter werden willst, kannst du den hier hingehen. Okay. Ja. Nächstes kommt... Bar Association, genau, den Arbeitsplatz von der anderen Dame. Hier quasi zu deiner Seite, da wo du sitzt. Die Lettel ist die 877. 877. Wenn du die jetzt anrufst, wirst du bei mir rauskommen. Okay. Aber auch erst seit 3 Minuten. Wow. Ja, ich habe ja eben auch gerade einen Anruf bekommen, das war meine Chefin. Hm. Okay. Dann haben wir nur noch einen Punkt. Dann haben wir es eigentlich schon. Also wenn du willst, kann ich dir meine Visitenkarte geben, falls du meinen anderen brauchst. Ja, kannst du gerne machen. Also okay, geradeaus vor uns ist noch den Bahama Mamas, ne? Da soll irgendwann mal Party stattfinden. Bekommen? Ich glaube nicht. Kannst du sie mir nochmal zustecken, bitte? Zur Not machen wir den gleich, wir sind ja den gleich da. Nächste Haltestelle, Hotellerie von Krastenburg,
Endstation. Unsere Fahrt endet dort. Es besteht Anschluss zum Los Santos International Airport. Sollten Sie ein Taxi benötigen, erreichen Sie uns kostenfrei unter der Rufnummer 555. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns in Los Santos. Genau.